Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Wir sind zurück und ja, heute werden wir mal ein bisschen den Banditen auf den Sack gehen und vielleicht endlich mal Schemen finden, die wir ja eigentlich als Aufgabe hatten. Aber gucken wir mal. Bis jetzt haben wir noch keine gefunden. Banditenlager, eins haben wir bereits besiegt. Da ist nur eins. Mit Schemen sieht es tatsächlich relativ mau aus. Mittlerweile haben wir uns gut ausgebreitet, also boah, es wird, würde ich sagen. Wir werden jetzt einmal gucken. Hier haben wir mittlerweile 6 Einheiten drin. Von 10. Verstärkte kommen gerade noch dazu. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Mittlerweile die Eisenbahnproduktion haben wir das letzte Mal in den Griff bekommen. Silber ist hier mittlerweile komplett abgebaut worden. Sehr gut. Dann können wir die hier rausschmeißen. Und dann suchen wir uns einen neuen Silbertagebau. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir Silber finden. Schön finde ich tatsächlich hier, hier wäre irgendwo Silber. Cool wäre, wenn du noch ein bisschen weiter rauszoomen könntest, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Und wenn wir drüber gehen, da wäre Silber, hier oben wäre Silber. Hier wollen wir uns ja sowieso ausbreiten. Hier wäre kein Silber. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Silber, aber ja, hier ist auch kein Silber. Hier wäre Silber. Können wir das über die Karte auch machen? Nee, schade. Aber hier wäre noch irgendwo Silber. Ja, hier oben wahrscheinlich. Okay, das ist zu weit weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir den kleinen Silberhaufen, den wir noch haben, hier irgendwo. Nirgendwo. Ja, ernsthaft? Tatsächlich, das müsste das hier oben sein. Das heißt, das ist der kleine Silberhaufen, den wir haben. Puh. Gut, das müssen wir erstmal erschließen, aber das können wir schon mal hier hinsetzen, das Teil. Ja, so nicht, aber so. So, und wir müssen jetzt hier einmal ein bisschen weiter bauen. Was wir hier bauen wollten, ist ja das Eisen vor allem abzubauen. Das können wir noch nicht bewerkstelligen, immer noch nicht bewerkstelligen. Es müsste aber hier baubar sein. Wir brauchen nur aber auch einen Weg, der von da hinten nach hier führt. Also der Weg, der Transportweg ist natürlich jetzt für den Eisenabbau sehr, 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 sehr weit. Aber es ist erstmal relativ egal. Hauptsache wir haben Eisenabbau hier möglich. Der Rest ist erstmal Wurst. Da kommen die Veteranen-Banditen, da kommen die Banditen her. Jetzt sehen wir es sogar mal. Unentdecktes Gebäude. Aha. Irgendwo da hinten also. So, die werden hier langlaufen, werden sich hier wahrscheinlich irgendwo dann verstecken und bedienen und wer weiß. Das heißt, wenn wir unsere Patrouille... Oh, greif mal an. Bevor die sich irgendwie tarnen können oder irgendwas anderes anstellen. Mit Draufgänger. Wie viel hat so ein Draufgänger? Stärke 5. Der ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber wie viel Lynch wieder... Ja. Der Veteran ist wieder besiegt worden, der normale nicht. Wir verlieren sehr viele Einheiten hierdurch. Soldaten sieht es momentan ein bisschen mau aus. Wir sind ja am Produzieren. Fokuspunkt, den brauchen wir nicht. Fokuspunkt setzen wir mal hier hin. Ja, Bandit angegriffen, Eisvorkommen wurde entdeckt, einwandfrei. Also, wir brauchen erstmal weitere Elite-Soldaten. Da produzieren wir momentan relativ viele. Wir können nochmal 5 normale auf jeden Fall auch nachproduzieren. Wir haben noch Holzspeere massenweise. Da können wir mal 5 nachjagen. Rekrutiere Einheiten, haben wir ja noch genug. Oh, zum Schiff ist aber auch... Hier wird was los. Oh, und wir lagern die. Nee, wir lagern nichts ein. Wenn wir auf ein Schiff einlagern, haben wir zu wenig Lagerfläche. Aber das Schiff ist mittlerweile leer geräumt. Okay, wir haben ein bisschen Stau. Wir wollen alle zurück zum Schiff. Okay. Warum nicht? Eigene Fraktion. Das ist auch neu, dass das angezeigt wird. War zwar ein bisschen übersichtlicher tatsächlich. Jetzt brauchen wir eigentlich Bögen. Bögen brauchen wir wahrscheinlich für die Jäger, können wir vorstellen. Okay, hier wird nachproduziert. Abenteuergilde Rekrutierung abgeschlossen. Ja. Das ist okay. 2 und 1. Insgesamt 7. Und wir haben auf jeden Fall die besseren Einheiten. Weil Bandit Stufe 3, gut, der Stufe 6er. Aber das sind schon die Veteranen-Banditen hier. Wir haben aber keinen. Doch, nee, tatsächlich keinen richtig krassen dabei. Bei dem Haufen hier. Es ist die Frage, ob wir es riskieren sollen. Wir haben 2 Veteranen dabei, wo auch ein Veteran kann gegen den Stufe 3er verlieren, haben wir alle gelernt. Es ist die Frage, ob wir noch ein bisschen warten oder angreifen. Okay, das hier ist kein Ding.
Wir haben momentan 7 Einheiten, aber keine einzigen Daten dabei. Ist ein bisschen unglücklich hier für die Waldläufer, allen drum und dran. Aber ja, getötet von Bandit, getötet von Bandit. Und dieser eine Veteranenbandit, der da unten ist, der aber meine halbe Bataillon auf dem Gewissen hat. Okay. Draufgänger. Weizen steht. Hier wird gebaut. Da oben wird, glaube ich, auch langsam dann gebaut. Wir breiten uns aus. Bei der Grenze machen wir hoffentlich Schluss. Sonst haben wir ein Problem irgendwann. Achso, was sieht es mit Handel aus? Silberbarren getradet. Sehr schön. Das sieht schon mal gut aus. Reguliere Bauarbeiter. Gut, ist aber eigentlich kein Problem. Bauen wir mal davon 5. Äxte, Spitzhanger mal relativ viele. 5 Planierer vielleicht nochmal dazu. Noch 5 davon dazu. Und dann gucken wir mal, was wir an Material noch bräuchten. Aber der Rest läuft. Gut, ich würde sagen, komm, wir riskieren es. Wir haben jetzt 7 Leute hier drin. Wir greifen einmal da drüben an. Kann gut gehen, kann schief gehen. Bis wir halt die Veteranensoldaten bekommen, dauert es halt eine Weile, weil wir müssen halt das Zeug produzieren. Und momentan Kupferengpass wird erst langsam überwunden wieder. Ja, wir haben beziehungsweise nicht Kupfer, Eisenerz. Achso, wir brauchen eine Kunstschmiede. Vorher bringt das gar nichts. Wir stellen noch keine Münze her, weil die Kunstschmiede fehlt. Nee, die Kunstschmiede macht das nicht. Münzprägerei brauchen wir. Hier, die Münzprägerei, die macht ich mir aus Silber, Kupfer und Blei. Macht ihr uns Münzen, die unsere Einheiten verstärken. Die sollten wir auf jeden Fall noch bauen. Kriege ich hier nicht hin, aber ich kriege hier hin. Ich den Weg hier noch durchgezirkelt, oder? Ja. Einwandfrei. Du kommst hier hin, du kannst direkt in die Schatzkiste reinlagern. Maskierter Bandit hat etwas geklaut. Geschickter Dieb verkleidet sich und versucht ungesehen Waren aus Stapeln zu stehlen. Eigentlich sollte der aufgehalten werden. Wo ist er? War ich verloren. Irgendwo mitten im Wald gerade. Da. Dieb, dieb, dieb. Aber haben wir keinen. Doch, wir haben 3 Waldläufer da drin. Ja, da sind sie entdeckt worden. Ah, wow, das sind auch viele. Gut, das eine. Das ist eine. Ah ne, Wache? Das sind Wachen. Da ist ein Dieb. Geschickter Dieb, der lässt dann auch die Ware fallen. Okay, die laufen direkt hier lang. Gut, das haben wir damit ausgedüngt. Das sollte passen. Jetzt ist nur die Frage. Wenn wir den angreifen, haben wir halt erstmal da keine Verteidigung mehr. Hier sieht es momentan mau aus. Wir haben auch immer wieder zu tun. Aber meine Produktion +1, +1 hängt. Also -1, aber hier kommt 1 dazu. Aber wir warten auf Material, nach wie vor die Eisenbahn. Wir bräuchten mehr Eisen. Wir haben echt einen großen Eisen. Da, 40 Eisenerz, das ist halt nichts. Hier unten, ja, aber der wird ja schon abgebaut. Das Problem ist, der muss von da darüber geschafft werden, zur Schmelze. Die Schmelze steht sehr zentral. Klar, wir könnten nebendran eine Schmelze bauen, aber lohnt sich das wegen dem bisschen Eisen? Hier schon eher. Würde ich hier vielleicht noch eine Schmelze hinsetzen. Dann bauen wir da noch eine Schmelze hin. Steinmühle. Schmelzhütte. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Nope. Du warst es nicht. Du warst das, oder? Ja. Ja, bitte einmal hier weiter ausbreiten. Dann können wir nämlich hier eine Schmelzhütte hinzimmern. Hier, glaube ich. Das müsste machbar sein. Da oben wäre ganz viel Eisen und Ressourcen. Das Material haben wir an und für sich genug. Ja, bauen wir hier eine Schmelzhütte ran. Ob es hier halt auch Material ankommt, dauert natürlich auch eine Weile. Aber das können wir dann hier direkt schmelzen lassen. Dann machen wir hier erstmal Eisen hin. Hier ist auch Silber. Oh, das hast du auch im Umkreis. Das ist cool. Weil das hier ist noch nicht im Umkreis. Aber du gehst jetzt wahrscheinlich da oben. Ja, das hier schon abbauen dann. Sobald da... Erstmal muss Personal rangeschafft werden. So, das hier haben wir gleich. Na, wird noch nicht ganz reichen.
Ja, genau da an der Ecke, bitte. Jo, perfekt. Das müsste reichen. Dass wir das Ding da hinkriegen. Sehr rhythmisch. Okay, reicht noch nicht. Oh, wir haben weitere Diebeslager entdeckt. Ein Lager wurde entdeckt. Ein Lager wurde entdeckt. Von Dieb ange... Oh, wie sollen wir da... Ich habe gedacht, wir kämpfen gegen Schemen. Wir kämpfen irgendwie die ganze Zeit nur gegen Diebe. Das hat doch nichts mit Schemen zu tun. So. Könnt ihr euch hier bitte weiter ausbreiten? Das wäre allerliebst. Das wäre allerliebst. Ja, hier und von da aus verbreitern, bitte. Ihr macht das schon. Uns ist Vertrauen. So, die sind am Abbauen von, genau, Silber. Silber, das muss, den haben wir mit erschlossen, oder? Ne, nur den kleinen. Der ist noch nicht... Okay, den sollten wir auch noch mitnehmen. Das ist ein 80er Silberblock. Dann schmelzen wir hier gleich alles. Dann würde ich hier sogar sagen, du baust mir hier mal ein Lager mit hin, in die alles Mögliche reinkommt. Aber ich würde Bergbau nehmen. Eisenerz, Eisenbarren. Hört man sogar zwei Lager. Seltene Ressourcen wäre Silber unter anderem, dass du hier lagern kannst. So, da müssen wir warten, bis die Grenzsteine hochgeschleppt haben. Das sind ja nicht so viele. Ich glaube, es sind nur zwei Stück, die da erweitern. Ja, es sind nur zwei Wachen, die das erweitern, das Ganze. Hier sind es 7 insgesamt. Aber wir haben nur 2 zur Verfügung momentan. Wir brauchen mehr Wachen wieder. Aber ich war am Produzieren, glaube ich. Haben wir nicht gesagt, wir wollen Wachen? Ja. Machen wir mal 10 neue Wachen. 2 und 1 Kettenhemd, das ist gut. Damit produzieren wir hier weiter. Schilde haben wir noch. Was uns fehlt, sind Bronzeschwerter. 10 Stück. Und 10 Eisenschwerter. Eisen, Eisen, Eisen. That's a problem. So, wie sieht's hier aus? 5! Yes! Z. Los geht's. Mit 5 Veteranen, wahrscheinlich werde ich trotzdem aufgerieben. Ich sehe es kommen. Aber damit lässt sich arbeiten. Und mit Z können wir das Ganze hier über Schnelltaste machen. Ist ganz cool. Geräte aktive Angriffsbefehle abbrechen. Auch cool. Das haben auch nur dazu. Also die Entwickler sind dran an der Nummer. Natürlich erst gegen den Draufgänger. Wobei, ja, Sieg, Sieg, Sieg. Ja, verloren. Nein, verloren. Auch verloren. 2 haben wir schon verloren. 3 haben wir verloren. Oh, das wird doch so ein Unbesiegbar, oder was? Okay, jetzt hat er verloren. 4 haben wir verloren. Alter, was mit ihm? Veteran. Wieso er meine ganzen Waldläufer gehen drauf. Hier, natürlich. Wir haben sogar 2 Veteransoldaten verloren bei dem Kampf hier. Also irgendwie... das ist schon krass. Okay. Dann wieder bitte zurück. Gerade gegebene Angriff abbrechen, dann laufen die wieder zurück. Okay, das Banditenlager ist zumindest geräumt. Hier oben sind wir mittlerweile angekommen, wunderschön. Hier, perfekt, erweitert haben sie. Jo, Schmelzhütte, danke. Das Problem ist, der Weg ist halt unglaublich weit, den wir da zurücklegen müssen. Kohle ist nach wie vor noch genug da. Die wird abgebaut. Machen wir auch keines. Ja, das Kohle ist genug da. Kupfer ist massenweise da. Wir haben 131 Eisenerz. BTF. Auch nur 4 Was? Was? Wo sind die? Bitte was? Wir haben noch 2 Ne, Münzbrett. Schmelzhütte, Schmelzhütte. Hier macht nur Eisen. Wir haben 100... What? Oh, die erste Silbermünze. Wertvolle Gegenstände, die in deinem Schatzkammer eingelagert sind, erhöhen deinen Reichtum, welche die Gesamtkampfstärke deiner militärischen Abenteuereinheiten beeinflusst. Geil. Mach mir mal nur Silbermünzen, bitte. Bevor du Kupfer verbrennst.
Weil Silber braucht man nicht, wirklich. Weil es Silber wahrscheinlich mehr wert wie die Kupferdinger. Das schreit nach einer weiteren Schmelzhütte. Wobei, wir haben da oben jetzt nur eine. Wir haben dann drei. Ganz ehrlich, drei müssen... Handel abgeschlossen. Handel abgeschlossen. Nee, noch nicht. Aber wir sollen sowieso noch... Was sollen wir noch machen? Rekrutiere Bauarbeiter. 80 von 120. Ja gut, dann stellen wir... Was machen wir? Schaufeln, Planierer, Zimmerer. Aufstellen. Handelsträger wahrscheinlich. Rucksäcke. Wir brauchen Lederrucksäcke. Lederrucksäcke haben wir bekommen beim... Der Schneiderei. Münzprägerei. Wo machen wir eine Schneiderei? Sägewerk. Gemüsefarm. Schneiderei. Ja, machen wir unendliche Rucksäcke. Unendliche Rüstung, endlich Rucksäcke. Wobei, die Rüstung kannst du vergessen. Wir müssen, glaube ich, unglaublich viel Rüstung haben. Irgendwo wird wahrscheinlich eine halbe Tonne Rüstung... Ja, 64. Irgendwo liegt eine halbe Tonne Rüstung. Gut, aber dann haben wir das Leder wenigstens rausgehauen. Sonst haben wir halt 2 Milliarden Tonnen Leder rumliegen, was uns auch nichts bringt. Hier würden wir wieder Eisen brauchen, das ist auch sinnfrei. Du kannst nichts momentan machen oder du hast keinen Auftrag. So, warte auf Material. Ja, wir werden hier dauernd von Banditen in die Flucht geschlagen. Das ist aber erstmal relativ egal beim Erkunden halt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Immer noch keine Veteranensoldaten und nichts da. 9 von 25. Das ist ein Veteranenbandit. Ah, hier, plus 0,2 Stärke, weil Bonus durch Reichtum. Geil, das wird jetzt angezeigt sogar. Cool. Und der hat eine Stärke von 6. Aufgänger haben eine Stärke von 5. Ja, eigentlich müsste es reichen, aber der hat halt sämtliche Soldaten aus dem Leben geschossen bei mir. In der Dude. Und das hier müssen wir gleich noch erkunden. Was du jetzt mal machst, ist hier den Fokus nochmal nach da setzen, damit das hier noch dazu, das Silber noch dazu genommen wird. Die Schmelze, jo, Stein, Erz wird gerade abgebaut, sehr nice. So, geht dann bitte direkt in die Schmelze. Und die Schmelze transportiert das dann sowieso weiter zur Münzprägerei, Rüstung und so weiter, also da brauchen wir genug Träger. Das Problem ist tatsächlich, diese Gegebenheit, dass wir von dem See umschlossen sind, macht uns das Leben nicht leicht auf jeden Fall. Ich hätte es vielleicht eleganter lösen können, aber es macht uns das Leben auf jeden Fall nicht leicht. Der Rest von der Wirtschaft läuft erstmal. Wir können hier eigentlich auf unendlich stellen und hier genauso auf unendlich stellen. Das einzige Sinnvolle, was er eh kann. Und Aufgänge hätten wir sogar noch ein paar in Reserve im Moment. Und hier, ja, wird weiter produziert. Hier produzieren wir mittlerweile unendlich. Plus 1, plus 1. Schon mal ganz nett. 5 weitere, die können wir auch mal mitproduzieren. Eisenlanze, Holzlanze. Also überall Eisen. Die haben mittlerweile auch abgebaut. Da ist noch ein bisschen was da. Die Häuser werden nach wie vor, ja, Häuser sind nach wie vor voll. Ah, hier hat sich eine Schneise gebildet. Warum? Was ist mit meinem Förster los? Was ist mit meinem Förster los? Die ganze Zeit fleißig wie sonst was. Fleißig wie die Bienchen. Ganz ehrlich, das gleiche ich dir zu. Habe ich keinen Schmerz mit. Du hast mir das Leben schwer gemacht. Jetzt mache ich dir das Leben schwer. Komm ich hier lang zufälligerweise? Oh ja. Aber da kriege ich kein großes mehr rein. Schade. Ein paar Millimeter die Federn. Ah, das ist das Bürgermeisterhaus. Schade, Baum im Weg. Wobei, der wird gerade gefällt. Gleich nicht mehr. Baustellencamp ist relativ voll. Hier wird schon wieder aufgefüllt. 7 sind wir hier wieder. Wichtig ist, dass wir Waldläufer haben. Wir fehlen Waldläufer.
Mir fehlen Waldläufer. Oh, 10 drauf. Okay, 15. 10 gehen. So, Gilde, Einheit. Arsch. Wache. Dein Ernst? Und der Soldat steht ihm dran. Nutzloses Pack. Es ist... keine Ahnung. Also es ist ein normaler Bandit mit Stärke 3. Wir haben eine Stärke von 5. Und sterben hier dauernd. Das hat... Ich sehe gar nicht alle Leichen. Aber Minimum 4 in den Tod gerissen gerade. Der ganze Scheiß da. Es ist unglaublich. Keine Ahnung. Und die nachzuproduzieren, ihr seht ja, das dauert eine Weile. Draufgänger, wir haben Gott sei Dank ein bisschen was in Reserve. Nur Draufgänger eigentlich. Und Wachen. Ich könnte auf Produktion auch unendlich stellen. Wobei, hier haben wir es jetzt auf unendlich gestellt. Oh, Schwert haben wir da. Produzieren wir mal der von 10. Wachen sind in der Produktion. Die Eisenschwerter lohnen sich nicht. Wobei, es ist so ein Zwischending. Aber wenn, dann kann ich auch gleich die Veteranen herstellen. Gut. Dann kümmern wir uns mal um die Landerweiterung. Und zwar Landerweiterung. Ah, du breitest sie eh aus. Aber wir kommen da nicht hin, glaube ich. Ich glaube, wir würden dann hier aufhören, weil die fahren... Oder gehen die, laufen die dann aus rum und erschließen das hier? Wäre eigentlich cool. Ich glaube nicht, aber wenn wir uns bis hierhin ausgebreitet haben, eigentlich können wir hier in den nächsten Wachturm hinsetzen. Oder eine Garnison. Aber wir kommen damit gar noch nicht, wir kommen noch nicht mal weit. Großartig. Du wirst von Banditen angegriffen. Naja, irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Es geht nur um den Weg, den wir haben, damit wir hier Wachen haben. Und die Wachen sollen dann nämlich mein Gebiet erweitern. Aber hier komme ich gar nicht vorbei. Mal gucken, was passiert, wenn ich sage hier. Ob die dann wirklich irgendwie hier... Ich meine, ich kann hier keine Straße... Ich kann hier keine Straße hier durchziehen. Das ist, glaube ich, Absicht, dass ich mich hier auch so rumbauen muss, oder? Weil ich bin hier eingekesselt, da eingekesselt. Oder ich muss erst die mit denen Freundschaft schließen. Das kann natürlich auch sein. Aber bis jetzt 0%. Der will Grenzerweiterung haben. Versorge Außenposten möchte er haben. Versorge Expedition, rekrutiere Bauarbeiter. Will er haben. Und er will, dass ich mich weiter vergrößere. Wobei das ist nicht das größte, also das ist das kleinste Problem eigentlich. Wir haben am Ende wahrscheinlich die krasseste Armee ever. Aber kommen trotzdem nicht weiter. 1 plus 1. Hier füllt sich zumindest wieder. Hier haben wir jetzt eingenommen. Hier haben es auch eingenommen. Einwandfrei. So, dann machen wir hier mal weiter. Wo kommen wir denn überall hin überhaupt? Nach hier außen. Das heißt, wir müssen wirklich, wenn wir tatsächlich aus rum müssen, sollten wir auf jeden Fall mal anfangen, hier Gebiete zu machen. So, mein Entdeckerpost ist, glaube ich, durch, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal. Dahin, bitte. So, was wir jetzt aber einmal machen werden, mit den restlich verbleibenden 15 Einheiten gegen einen. Bin mal gespannt, was rauskommt am Ende. 15 gegen 1. Das sind Veteranen, oder? Ja, natürlich. Das sieht man schon am Laufen. Die Nutzlosesten. Der eine. Ein maskierter Bandit wurde enttarnt. Ja, ja. Ne! Warum nicht gleich so? So. Patrouillenpunkt. Da. Eine sammelbare Pflanze wurde entdeckt. Ja, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Gut, dann bauen wir hier auch weiter einen
Grenzturm natürlich dann rein. Hierhin idealerweise irgendwo. Und werden das da machen. Aber die müssen ja von hier kommen. Geht ja gar nicht anders. Wache Soldat. Ich habe die jetzt hier hingeschickt. Die müssten eigentlich... Oder auch nicht. Achso, weil die gerade noch im Angriff... Ja, weil die noch im Angriff waren. Ich muss den Angriff abbrechen danach. Sonst geht das nicht. Wir müssen dann tatsächlich uns außen rumbauen. Das ist ja absolut bescheuert. Aber okay. Es ist, wie es ist. Der Handelsposten. Tatsächlich abgeschlossen. Die möchten verstärkte Rüstungen. Unendlich. Aktiver Handel. Handel ist durch. Die würden mir Kupfer geben gegen verstärkte Rüstungen. Normale Rüstung habe ich Tonnen. Benötigt freundlich. Fraktionsbelohnung. Okay, verstärkte Rüstung. Schneiderei. Wie viele möchten die? Dann produziere ich nur die, die ich schicke. Unendlich. Mir das bringt, das bringen wir ja nicht mal Ruf. Das bringt mir nichts. Ich muss erstmal meine Grenze erweitern, damit ich Ruf bei denen kriege. Plus 135% Ruf. Ja, dann sind wir nämlich weiter. Die wollen nur, dass ich meine Grenze erweitere. Die da wollen, dass ich weiter Arbeiter ausbilde. Ist kein Problem. Sind wir gerade eh schon dabei. Ich würde nochmal Träger oben drauf packen. Das müsste ja bei Arbeiter mit reinzählen. Bilde Arbeiter aus. Ja, bei Baustellen, Träger, Planierer, Zimmerer. Ah ne, die wollen Bauarbeiter. Und die wollen auch Bauarbeiter. Träger zählen nicht. Die einzigen sinnvollen, die was bringen würden, wären Träger. Nur fürs Protokoll. Okay, Baustellenträger. Warum nicht? 20. Ich brauche 30. Dann machen wir mal 30. Die wollen alle Baustellen. Baue Kohletagebau. Das ist kein Problem. Kohletagebau. Hier wäre Kohle, da wäre Kohle. Hier oben wäre ganz viel Kohle. Wir haben hier nur keinen Platz. Wobei, doch, Hammer, da hinten. Komme ich da hinten irgendwie lang mit dem Weg? Jo. Kohletagebau. Kupfer. Kupfer ist das Einzige, was die hier nicht haben. Stein hätten sie allerdings. Ein Steinbruch wäre auch nicht das Verkehrteste. Heute aber ein Steinmetz eigentlich gleich. Und eine Steinmühle. Na gut, Kalkstein bringt jetzt nicht viel, aber ein Steinmetz bräuchte ich da noch. Ja, da lagern die Silberbarren. Steinlager. Steinlager. Alter. Was sind die hier durchgepflügt? Die sind ja alle tot. Hier liegen nur Leichen. WTF. Ich hätte gerne tatsächlich Mauern oder sowas, die du bauen kannst. Oder ich müsste Türme bauen. Also eine Mauer aus Türmen und Verteidigungsanlagen. Aber das Problem ist, dass du weißt halt nicht, wer was tötet. Praktisch. Das ist ein Problem, tatsächlich. Ein großes. Eisenerz haben wir ohne Ende. 219 Eisenerze und nur 7 Eisenbarren. Aber wir sind am Produzieren. Die rücken alle nach. Nach und nach. Okay. Du schützt mich nach wie vor da. Die Banditen kommen von da oben. Die werden von den Camps da kommen. Ist aber gut, du schützt das hier. So, deine Aufgabe ist momentan noch Grenzerweiterung. Das kannst du auch erstmal eine ganze Weile weitermachen. Deine Aufgabe ist, mich zu schützen. Und zwar hier, bevor die irgendwelche Arbeiter oder was Wachen umkloppen. Oder Steinmetze oder irgendwas in der Richtung.
Also wenn von da einer kommt, das müssten wir mittlerweile eigentlich dann haben. So, und der mit Wachen, sehr schön. Waffenschmied. Hat seine Aufgabe beendet. Du kannst unendlich Eisenschwerter produzieren. Sonst kommen wir auch nicht weiter. Hier liegt schon seit Ewigkeit kein Feuerholz rum. Das interessiert keinen Menschen. Anscheinend. So, 99 von 100 Bauarbeiter. Kohletagebau 2. Meilenstein, Werkzeuge und Rucksäcke. Du hast 10 neue Werkzeuge für deine zukünftigen Handwerker hergestellt. Glückwunsch, danke. Baue Steinmetze. Ja, bauen wir gerade. Gebiet erweitert. Ja, sind wir gerade dabei. Und hier kommen wir dann auch vorwärts. Das gibt 65% Ruf. Reichtum, Meilenstein, Schatz erreicht. Geil. Hier haben wir 100 von 100. Silbermünzen. Und damit müssten meine Einheiten auch schon einiges stärker geworden sein, oder? 0,6. Hier wird nach wie vor die Grenze dann erweitert. Einwandfrei. So, der Turm wird auch gerade bedient. Hier fehlt eigentlich so Personal. Wachen. Da bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendwie durchkomme. Aber hier wird schon... Ah, nee, die erweitern gerade schon. Bist du weiß aber 0 von 10. Die Häuser nach wie vor alle... Ja, alle besetzt. Also im Grunde Hammers, glaube ich. Wir haben eine Produktion aufgebaut. Ich krieg Soldaten. Dauert, aber es werden immer mehr. Vor allem die Veteranensoldaten. Eine ganze Menge. Die Waldläufer. Theoretisch können wir eine Produktionsstelle für Waldläufer aufbauen, für Veteranensoldaten und so weiter und so fort. Und die Veteranensoldaten haben auch unendlich gestellt. Da kriegen wir jetzt unendlich viele davon. Bei der Abenteuergilde. Boah, wir können nochmal 20 nachproduzieren. Sind nicht wirklich ein Problem. Fackeln können wir auch nochmal nachproduzieren. Da auch nochmal ein Silbervorkommen wurde entdeckt. Wunderhübsch. Münzen nach wie vor. Reichtum steigt. Ja, die sind ein bisschen beschäftigt. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eisersatz aber ohne Ende jetzt. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir arbeiten weiterhin in der Folge, vor allem Grenzerweiterung. Wir werden mehr Wachtürme jetzt da noch einsetzen überall und werden uns ausbreiten. Und dann gucken wir mal, dass wir die restlichen Banditenlager dann da oben vor allem rausnehmen. Vielleicht ist hier auch noch was. Schemen haben wir immer noch keine gefunden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, mach's gut. Bis zum nächsten Mal bei Pioneers auf Pagonia. Ich bin schon wieder bei Enshroud. Es ist gut.